Christusgeschichte. Heute Abend lasst uns fröhlich sein, bei Sekt, bei Bier, bei Schnaps und Wein. Der Narr, der lacht und weiß genau, das Glück kann sein wie Morgenschau. Bestätigt nur für kurze Zeit, was folgt, ist oft auch Traurigkeit. Drum lasst uns tanzen, schunkeln, singen, das große Fest soll leicht beginnen. Ich wünsch mir, wie mein Prinzgemahl, euch Champeten hier im Saal, dass alles, was ihr gleich beginnt, beklatscht wird, weil es gut gelingt. So legt jetzt los und fanget an, gebrochen werde gleich der Bann. Glück sei euch Narren von der Saar, der Brusa Hampetania. Drum stellt den Zahn jetzt auf den Kopf, Helau, Alaf und alle, alle. Don't seem to know, seem to care what your heart is for. So, liebe Melina, von dir weiß ich nicht allzu viel, aber du kannst vielleicht selber was sagen. Wann hast du bei uns angefangen? Echt, sag mal, du Lahmarsch, du kennst doch mal die Fies hochheben, wenn du laufen tust. Was hast du, kennst du Leute mal Hallo sagen? Letztens hat sie geschrieben, wenn du fröhlich bist, dann schick mir dein Lächeln. Wenn du traurig bist, dann schick mir deine Tränen. Wenn du schläfst, dann schick mir deine Träume. Oh. 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 Ist das süß? Und was hast du gerade zurückgeschrieben? Sitz gerade auf dem Klo, was soll ich dir schicken? Pelzer! Ja, der ist ein Pelzer. Das ist wirklich schon mit etwas sagen, der Mann, der ist ein Pelzer. Wie guckst du dann da drauf? Der guckt so blöd. Ja, wir suchen trotzdem, kannst du mit sagen, der Mann ist ein Pelzer. Können Sie uns verstehen? Wir suchen, das geht doch so nicht. Wenn der Donald Trump sah, dann bist du heute Abend gar nicht hier. Doch, wenn ich mindestens nur Zeit lasse, mal gehen. Mir ist auch der Fuß im Geschirr. So wie der riecht, wird er auch nicht mehr wach. Jetzt gehen wir da Luft. Da gehen wir mal da Luft da. Ist trotzdem komisch da.
Kamera haben wir schon. Sie sind sich unsicher. Ja, Sie gehen da raus. Erst hier rechts habe ich Ihnen Klamotten hingelegt, die jetzt ziehen Sie an. Denken Sie dran, erst hier rechts. Wie sehen Sie dann aus? Ja, wie soll ich dann schon aussehen? Ich komme vor mit der letzte Deppi. Ja, da sind sie halt auch bestimmt nicht allein. Da will ich mich hier alles allein machen. Wirklich. Das da nicht bekannt voran machen, Klaus-Peter. Der Tag versaut sich nicht von alleine. Mutter, hättest du so eine schlimme Lehre? Ich kann vielleicht tauchen gelernt. Da kannst du mich auch mal ein bisschen loben. Für was will ich dich dann da loben? Darum tauchst du doch immer noch auf. Schau, ganz raue Lippen. Raue Lippen. Raue Lippen habe ich. Ganz furchtbar, kennen Sie das? Ganz raue Lippen habe ich. Oh, die sind aber extrem raus. Oh, die tun noch weh. Hat einer vielleicht ein Tisch zum Abschleifen? Oder ein Dia-Rahmen, ich schütte nicht mal. Also, Klaus-Peter, vielleicht nur du sagst weh? Mir nicht. Oh, hätte ich ja bei meiner Bello, kann ich den hier drauf machen? Er hat das nicht so weh, du. Den ganzen Tag suchen, ich schau schon nach meinem Labello. Immer alle haben ich nur den Labello schon gesehen. Das Haus, meine ich auf den Kopf gestellt, nirgendwo, hab ich diesen Labello gefunden. Wie sieht denn der Labello aus? Labello? Das ist so ein, also, nicht Gläser wie so. So. Döschen, genau so, außenrum, blau und dann steht mit weiß drauf geschrieben. Labello. Ja. Die Schuhe. Ja, dann lauf euch doch aber nicht. Ganzen Tag sieht er, wie ich den Labello losrufen. Und er hat ihn verwachsen. Männer, schauen Sie. Was ist da? Hallo, so ruhig heute, sag ich da. Viel besser. Viel besser, oder? Viel besser, Klaus-Peter. Oh, Gott sei Dank, Samuel. Ich kämpf dann da zu meinem Labello. Ist das endlich was gegen mein Hämorrhoidenhilfe? Thank you.
gestatten, dass ich nach Jahren voller Glück jetzt werf mal einen Blick zurück. Hat sich das Ganze überhaupt gelohnt, dass man so lang zusammen wohnt? Danke, danke. Ja. Auch ich halte stets die Augen offen, weil ich im Stillen auch noch hoffe auf einen kleinen Seitensprung. Und beinahe wäre er mir gelungen. Ich bin ja heute noch ganz schockiert, was Lesch mir dort im Bus passiert. Ich stand verschlafen im Gedränge, so mitten in der ganzen Menge, in der linken Hand die Einkaufstasche, die rechte in der Halterung. Da plötzlich wurde ich hellwach, ein dünner Wetter, was es sagt. Was ich gesucht habe, lang vergebens, hier saß die Traumfrau meines Lebens. Schräg gegenüber, ganz wahrhaftig, ein super Weißbier, jung und saftig. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Die Mongo war ein Dreck dagegen. So ein paar Augen, solche Ohren. Sie guckt mich ganz an, ganz unverfroren, so als wäre sie wild entschlossen und total in mich verschossen. Nun, ganz mal ehrlich, ich vertraue, ich kenne ja wirklich auf die Frau. Darum habe ich sofort reagiert und meine Figur korrigiert. Ein kurzer Blick mal in die Scheiben. Den Bauch rennen. So kann er bleiben. Dann gehe ich über zur Attacke. Ich muss das Weißbild heute noch packen. Ich werde mit Hut und Einkaufstasche, wenn es sein muss, die im Bus verlassen. Und wenn mein Gattin ist, verratzt. Und wenn mein Silber Hochzeit platzt. Und wenn es mein letzter Einsatz wäre und käme ich auf den Knien daher. Und wenn ich mich dabei verreiß, ich will die jetzt um jeden Preis. Nun tritt die lächelnd auf mich zu. Da war es vorbei mit meiner Ruhe. Und es durchlief mich wie ein Zittern. Ich konnte von Weitem sie schon widdern, sah, wie sich ihre Hüften bogen und ihre Busen sich mächtig bogen. Ich habe die Augen still geschlossen und das Ganze wie im Traum genossen. Und in dem Moment beugt sie sich vor, ihre Lippen streiften fast mein Ohr. Ich konnte ihren Herzschlag förmlich zählen. Da sagt die zu mir, so mit 6 in der Kehle, ich wohne hier, meine Fahrt ist vorbei. Kannst dich setzen, Opa, mein Platz wird frei. Und von daher haben wir gesagt, wir unterstützen dieses Mal die Jugendarbeit der Hampikania. Und mein Stellvertreter, Vorsitzende Uwe Wolfgang, der hat einen Zettel dabei. Den darf er jetzt mal aufrollen, damit ihr auch die schöne Zahl sehen könnt, die wir heute hier für die Jugendarbeit der Hampikania spenden. Ihr faules Pack!
gedröhnt und die Stechurballen stechen. Lustvoll stöhnt in der Montagehalle. Die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt. Was soll das denn? Von mir. 36 Stunden Woche, täglich eine Pause. Motiviert zur Arbeit gehen und gut gelaunt nach Hause. Öfter eine Lohnerhöhung, ja, das ahnen wir. Ab und zu ein nettes Wort, etwas hier in mir. Du führst dein Leben ohne Sorgen. 24 Stunden, 7 Tage, nichts gefunden. Was du heute kannst besorgen. Das schiebst du ganz entspannt auf morgen. Unsere Juniorengarde. Ich muss nur erzählen, wie das weitergehen soll mit Fuß. Weiß hat die Menschen da. Die Mutter bezahlt den Miet und Telefon. Die Oma bezahlt die Kräder und die Energie. Und meine Schwester überweist jeden Monat Geld von den Lebensmitteln. Weiß hat, da kannst du mal sehen. Dein Bruder gibt überhaupt nichts dazu. Wie ich dann von die Kneipe gekommen bin, da hat noch ein Kollege schon mal da gestanden. Da habe ich zu dem gesagt, ich werde Bier trinken. Sag er, nee, das kann ich nicht machen. Meine Frau ist erst vor kurzem gestorben. Ich sage, da trinke ich halt Dunkelbier. Sag er, ich habe noch die Bilder von unserer letzten Geburtstagsfete abgeholt. Aber sag mal, die Bilder sehen nicht aber alt aus. Ja, das ist halt eben ein guter Apart. Ja, wo kommt ihr denn her? Das war's für mich. Das hier war's, das Lachfeuer, die Lied. Sind Feuer, 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 Feuer.
Augen, sieht es doch ganz